Yo Leute, das ist wieder. Heute werden wir auf Abred Yalhabibi Official Video reagieren. Ja, dieses Video hat 16 Millionen Aufrufe, was für einen deutschen Kanal absolut viel ist. Ich weiß, es gibt Kanäle oder Musikproduzenten, die 123 Millionen haben in Deutschland, aber es ist schon krass, Abred 16 Millionen Abonnenten. Klar, Julian Bam hat auch mal so ein bisschen die 20 oder so geknackt, auch mit dem Robben-Song oder so. Krass finde ich auch die Bewertung. Die Hälfte hat es nicht so gerne, die Hälfte feiert es anscheinend. Ja, wir reagieren einfach mal drauf. Und nein, ich kenne das Lied nicht, denn ich bin nicht so ein ApoRed-Schauer, auch seine Musik überhaupt nicht. Aber ich habe mir einfach mal so gedacht, warum nicht? Let's go. Yalla, Habibi. Was hat Abred da gerade angefangen? Fahren und Ranger durch Hamburg und machst doch mal Laber, holen wir die Jungs. Die kommen mit Türken, Araber, Afghanen, ein paar Jungs aus dem Balkan ohne Vernunft. Digga, Freunden von Lambo, Black und Gold sind's wie Dagobert. T-Shirt erklärt, machen mieses Geschäft, Digga, ich und die Jungs von den Lilan ist Cash. Fahren den Wagen nur tiefer gelegt, hast denn durchs Leben von Lilan gesehen. Der eine macht Cash mit seinem Shisha-Café und ballert sein Geld. Okay, der Beat ist okay. Bevor wir aber weiterhören, ihr wisst alle, was kommt. Ich kann mich mit dem Beat machen oder mit der Musik nicht aus. Also ich baue keinen Beat, ich mache keine Songs, ich rap nicht, ich kann nichts. Aber ich höre die Musik einfach mal gelegentlich. Also wenn ich irgendwas Falsches sage, bitte nehmt mir das nicht zu ernst. Und alles, was ich in diesem Video sage oder tue, soll niemand beleidigen. In dem Fall ist es ApoRed. Nur so, dass ihr Bescheid wisst. Also wenn jetzt irgendwas kommt, so, ja, ich finde das jetzt nicht so gut. Bitte nehmt das auch nicht zu ernst. Aber ja. In deinem Beamer Coupé 600 PS, White Body Kit 6,3 AMG, Fresh Nike, Jogger, Sitz ab. Wir wollen die Scheine wie ein Lobby. Ist alles stabile Schläger, Eishockey-Tricks. Jungs, kriminell und wir scheißen auf Bullen. Die Scheine hast du definitiv ein bisschen gemacht mit bei 16 Millionen Aufrufe, aber ja. Tragen ein Bart mit den Seiten auf Null, haben Verantwortung, keine Geduld. Unterwegs sind begleitet von Neid und Erfolg. Business läuft gut, alles self-made. An der linken Hand wohl in den Date. Ey, wir drehen die Runden im Band. Lay und ihr dreht euch im Kreis so wie Blades. Ja, Digga. Ja, Digga, komm auf mein Leben nicht. Hä? Warte mal, oh, schöne Rolli. Nee, was ist das? Ist das eine Omega? Oh, ja, das weiß ich nicht. Ist das eine Omega oder ist das eine Rolli? Wenn das eine Omega ist oder eine Rolli, ich feier so blau. Es ist, glaube ich, eine Rolli. Schöne Rolli, aber warum wird sein Auto gewaschen? Ey, wir drehen die Runden im Bentley und ihr dreht euch im Kreis so wie Blades. Ja, Digga, ja, Digga. Hä? Komm auf mein Leben, nicht klar, Digga. Seitdem wir mit dickeren Sportwagen rumkusen, finden uns seid ihr sympathischer. Ja, Digga. Ja, Digga. Immer für Brüder am Start, Digga. Wenn einer Problem hat, dann ruft er nur an. Und ich schwöre bei Gott, wir sind da, Digga. Ja, Digga. Yalla, Habibi. Yalla, Habibi. Die Brüder sind immer für alles am Start. Yalla, Habibi. Yalla, Habibi. Yalla, Habibi. Im selben Bezirk wie vor mehreren Jahren. Yalla, Habibi. Yalla Habibi, immer in Gruppen wie Araber Kidis, tragen vor Kamera Yeezys, nass unterwegs auf wie Araber zügig, Digga. Jeder am Fasten, lilane Batzen. Mein Cousin gehört zu den Stärksten von uns und ist gerade mal 18. Viele von uns sind ein Viber Magnet, häng dich in Clubs und ein Freitagsgebet. Keiner von uns muss ein Leihwagen nehmen, sondern ein AMG, dein Coupé. Jeder von uns wird in Blockhäusern groß, viele von uns haben Autos gestohlen. Jeden Tag Schlägereien, so wurden wir groß, doch immer. Ja, ich weiß, Jungs, ich war gerade heute Haare schneiden, Alter. Nein, er hat ein bisschen viel Schäl drauf gemacht, das ist übel hart. Aber, naja, sieht gut aus, okay? Gedanken an Heimat in Not, ja, Digga. Ja, Digga. Spenden das Money nach Afrika. Ballert in Syrien, Afghanistan, weitere Teile in Richtung. Warum hat ApoRed so ein Kleid an? Irak, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Keiner von uns ist ein Grafiker. Das ist ein Kopfnicker-Beat, so. Dum, dum, dum. Kein Paradox, mittlerweile reicht der Tagesumsatz für ein Jahr, Digga. Ja, Digga. Der Tagesumsatz von einem Jahr, Digga. Habibi. Yalla, Habibi. Die Brüder sind immer für alles am Start. Yalla, Habibi. Yalla, Habibi. Yalla, Habibi. Im selben Bezirk wie vor mehreren Jahren. Yalla, Habibi. Durch Hamburg und machst du Palabra, holen wir die Jungs. Bei mir ist es einfach so, es ist natürlich mega Geschmackssache, aber für mich ist seine Stimme nicht so eine Rap-Stimme. Also,
Jeder sieht das jetzt anders, aber für mich ist es nicht so. Naja. Wir kommen mit Türken, Araber, Afghanen, ein paar Jungs aus dem Balkan ohne Vernunft, Digga. Schweinten von Lambo Black und Gold sind Speed Agobet. Die Jörderklett machen mieses Geschäft, Digga. Ich und die Jungs von den Lilien des Cash. Gewaschen. Ich komm nicht klar. Yalla Habibi. Yalla Habibi. Die Brüder sind immer für alles am Start. Yalla Habibi. Yalla Habibi. Yalla Habibi. Im selben Bezirk wie vor mehreren Jahren. Yalla Habibi. Ja, okay. Wir finden ein bisschen geflext, dass wir Geld haben. Ja gut, okay, gegen die möchte ich dann doch nicht kämpfen, aber... ja. Ja, ist... War okay. Aber der Beat finde ich... Finde ich okay. Ja, aber es ist hat nicht Capital Bra oder so irgendjemand, hat so ein Lied rausgebracht, wo so auch ein bisschen die Häuser so verschwommen aufgenommen worden sind, oder bin ich da komplett falsch? Keine Ahnung, aber ja, komm, ich lasse es mal lieber so, denn ich finde so in der Mitte etwa hier so ein bisschen etwas ist schon okay, aber das andere ist wieder so, und deswegen Disliken mache ich eigentlich lieber, ist einfach wirklich, ja, es ist einfach, also klar, eine Bewertung hilft immer, aber... Gerade momentan kann ich nicht entscheiden, ob ich wirklich jetzt ein Like geben soll oder ein Dislike, weil... Naja, aber eben, wie gesagt, nehmt das Video oder die Reaktion nicht zu ernst. Denn, ich kenne mich halt nicht aus mit der Musik. Ansonsten hätte ich jetzt natürlich sagen können, da oder da. Aber nehmt es bitte nicht zu ernst. Kommentar werde ich vielleicht auch nachher noch gleich schreiben. Aber ja, wenn euch die Reaktion oder das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und ein Abo hinterlässt. Ihr wisst, Abo ist für mich... Ehre. ich bin jedem dankbar, der gesubbt hat oder abonniert hat. Und was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, morgen oder übermorgen kommt ein Fortnite-Gaming-Video wieder hoch, wo ich einfach wieder so die Best-of zusammenschneide. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Haut rein. Tschö, mädö. Peace. Ach, und wenn wir schon über Fortnite drüber reden, habt ihr euch ehrlich gestern gerade den neuen Skin gekauft? Ohne einen Fortnite-Creator-Code zu benutzen? Ist das euer Ernst? Bruder, warum benutzt du nicht einfach meinen Fortnite-Creator-Code? Somit supportet ihr mich am leichtesten. Unten bei den Kommentaren steht er. Einfach vorbeischauen, kopieren oder nicht kopieren und einfach Handy hoch rausnehmen, runterscrollen und dann den in der PS4, Xbox oder auf PC eingeben. Ehre! Dankeschön, haut rein, tschüss.